Hallo, lieben Fische, hier ist Julia von Weil du schön bist, jetzt mit deiner Liebeslegung für die nächsten 6 Wochen, sprich von jetzt bis Ende Oktober. Wir gehen rein für dich, falls du die Fische im Sonnzeichen, Mond, Aszendenten oder in der Venus hast. Dementsprechend kannst du auch deine anderen Aspekte anschauen und das ist eine Legung, die du hier jeden Monat bekommst. Also ich gehe immer in die Liebe nochmal rein mit dem Tarot und was ich dabei ebenfalls mache, ist dann nochmal in eine Erweiterung zu gehen, aber da kommst du dann gleich noch drauf. Was ich jetzt mache, ist, ich lege dir einmal eine leichte Veränderung, also eine leicht veränderte Legung von der Liebeslegung. Denn ich möchte gerne 3 Karten für die Vergangenheit, 3 für die Gegenwart und 3 für die Zukunft und schaue mir einfach mal an, was da gerade bei dir so Thema ist. Das ist nicht zwingend eine Legung nur für Single oder nur für Innenbeziehungen. Es kann also sein, dass vielleicht eine Ex-Beziehung hier hochkommt und du sagst, ja, ich bin gerade Single, aber mein Ex, das ist was, woran ich gerade noch arbeite. Oder vielleicht hast du hier auch bereits jemanden neuen oder du bist in einer langfristigen Beziehung, einer langjährigen Beziehung. Deswegen, diese Legung ist relativ offen und ich vertraue darauf, dass jetzt von der geistigen Welt die Botschaften kommen, die hier ja für eine hoffentlich Großzahl der Fische Sinn macht und auch Klarheit gibt. Aber wie auch immer, hier kannst du dann natürlich noch deine anderen Aspekte anschauen: Sonnzeichen, Mond, Aszendent oder Venus. So, dann gehe ich jetzt mal rein. Ich möchte als erstes in die Vergangenheit schauen für die Fische. Was ist die Energie im Bereich Liebe und Beziehungen für die Fische in der Vergangenheit? Was ist die Energie? Ups, na sorry, das war ein bisschen zu viel. Wobei, nee, lass mich das gerne. Ich möchte gerne die Karten, ich möchte ein klares Stopp bekommen und nicht, dass die Karten einfach so wahllos rausfliegen. So, also bitte gib mir ein klares Stopp, damit ich die Botschaften klar und deutlich hier höre, verstehe, weitergeben kann für die Fische. Was ist in der Vergangenheit passiert bei den Fischen? Was ist bei den Fischen im Fische-Kollektiv in der Vergangenheit passiert, im Bereich Liebe und Beziehungen. Okay, so das Erste, was ich hier sehe, ist grundsätzlich erstmal recht positiv. Wenn wir uns die Karten mal anschauen, kann es grundsätzlich sein, dass du es entweder mit einem Stier zu tun hast oder mit einem Feuerzeichen hier, Löwe, Widder oder Schütze. Aber mal abgesehen von den Energien, gehen wir mal in die Energien rein, was die Karte an sich bedeutet. Der Hierophant ist eine recht spirituelle Verbindung. Ich habe das Gefühl, gerade weil ich auch immer mit auf die Karten schaue, ne? Also wenn du Karten legst, dann ist es gut, die Grundbedeutungen zu kennen, aber schau auch immer auf die Karten, die du benutzt, denn die wollen dir auch was zeigen. Und da habe ich bei dieser Karte immer das Gefühl, okay, du hast es hier auf ein neues Level geschafft, auf ein neues spirituelles Level. Du hast hier gefühlt eine spirituelle Lernaufgabe abgeschlossen, hast vielleicht in einer gewissen Situation deinen inneren Frieden gefunden und hast es dadurch geschafft, deine Schwingung zu erhöhen. Gleichzeitig ist der Hierophant dann aber auch die Karte, die sagt traditionelle Werte. Also sprich, es könnte hier um eine Ehe gehen oder eine Beziehung, die das Potenzial zu einer Ehe hat. Mir wird gerade gesagt, ich habe das Gefühl, du hast dich hier in der Vergangenheit von etwas befreit und hast damit grundsätzlich deinen Frieden geschlossen und hast das war deine Lernaufgabe hier in der Situation. Und ich habe das Gefühl, du hast es hier in deine eigene Energie und Kraft geschafft. Es fühlt sich an, als ob du aus einer, und das ist spannend, weil die Karten sagen mir grundsätzlich jetzt erstmal nicht aus, okay, hier hat ein Ende stattgefunden, aber das sind die Botschaften, die mir gerade gegeben werden. Ich habe das Gefühl, du hast es hier wirklich in ein ganz neues Selbstvertrauen geschafft. Ich nehme die Energie von Freude und von Sieg und Erfolg wahr, dass eine Lebenskraft wieder zurückkommt, nachdem du es ja durch eine recht harte Aufgabe gearbeitet hast. So, wir haben hier das Thema 3 der Münzen. Das ist an etwas arbeiten. Grundsätzlich ist es die Teamarbeit. Das heißt, gerade in Beziehungsangelegenheiten würde es mich nicht wundern, wenn du in der Vergangenheit auch zusätzlich jemanden kennengelernt hast, wo sich eine Beziehung entwickelt. Vielleicht hat das erst mit einer Freundschaft angefangen oder vielleicht bist du auch direkt reingegangen in die Beziehung, aber das gerade mit dieser Karte, das ist meine Beziehungskarte. Das ist ein Ja zu einer Beziehung, das ist Ja zu einer Teamarbeit. Das heißt, es kann sein, weil du jetzt als Fische schaust, dass du hier eine Person kennengelernt hast, die kam plötzlich rein, zack, Feuerwerk oder das ging recht schnell, dann kam dieser Impuls von außen, das hat sich recht aufregend angefühlt und dann haben wir hier
Eben jemand, der sehr magnetisch, charismatisch und charmant auf dich wirkt. Jemand, der vielleicht recht unabhängig ist auch. Das könnte ebenfalls was sein. Oder spirituell, esoterisch hier veranlagt ist, ebenfalls. Lass uns mal schauen, was haben wir hier runter? Ja, guck mal. Das ist das, was ich gerade als erstes gesagt habe. Ich habe das Gefühl, du hast hier ja wirklich die Verletzungen der Vergangenheit, das da durchgeschafft. Und bist noch so ein bisschen daran am Abarbeiten, dass du quasi ein bisschen hinter dem Zaun da wieder hervorkommst, der dich quasi beschützen sollte vor neuen Verletzungen. Aber ja, zum einen Lernaufgabe erfolgreich abgeschlossen, es wieder in ein größeres Selbstvertrauen geschafft, plus sehr wahrscheinlich, dass hier jemand ist, der neu in dein Leben gekommen ist. Aber lass uns mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ob wir da mehr dazu sehen im Jetzt. Wie sieht die Situation aus bei den Fischen im Jetzt bezüglich der Liebe? Was sind die Energien im Jetzt bei den Fischen im Fische-Kollektiv bezüglich der Liebe? Da sind Entscheidungen für die Zukunft. Ich ziehe drei Karten, auch hier wieder die Energie für die Fische, das Fische-Kollektiv in der Liebe. Das Fische-Kollektiv in der Liebe. Okay. Ja, da habe ich das Gefühl, es gibt hier Schwierigkeiten mit einer Entscheidung. Wir haben hier eine Entscheidung liegen. Das kann sein, dass hier Kompromisse geschlossen werden müssen, was eine gewisse Entscheidung anbetrifft. Ich habe das Gefühl, du schaust quasi sehnsüchtig in die Zukunft und fragst dich, wann wird es endlich besser? Ein gewisser Herzschmerz liegt hier oder ein gewisser emotionaler Schmerz liegt hier. Und es kann sein, dass hier eine Entscheidung ist, wo du vielleicht was loslassen musst. Auch der Gehängte, das ist das Loslassen. Ich hänge hier, ich lass los. Und das könnte auch emotionaler Schmerz sein, aufgrund von dessen, dass man etwas loslässt. Wir kommen da gleich noch mal ein bisschen weiter auch auf den Gehängten rein. Denn ich habe das Gefühl, du sammelst gerade neue Informationen und neue Perspektiven bezüglich einer Situation. Das kann vielleicht auch ein alter Herzschmerz sein. Oder irgendwas im Moment ist nicht ganz rund, sagen wir das mal so. Vergangenheit sah hier super prima aus, in jederlei Hinsicht. Und irgendwas scheint im Hier und Jetzt gerade nicht ganz rund zu sein und dir ein bisschen Kummer und Sorgen zu verschaffen. Und ich habe das Gefühl, du fragst dich, wie die Reise weitergehen soll. Es sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Doch die Frage ist, sind es Entscheidungen, wo man gegebenenfalls Kompromisse eingehen muss? Ein Kompromiss hier könnte zum Beispiel sein, dass hier ein langsames Aufbauen stattfindet, dass hier Stabilität und Sicherheit langsam aufgebaut wird. Und hier haben wir eine Veränderung noch liegen, dann den Ritter der Kelche, das könnte deine Energie sein, aber ich habe das Gefühl, diese Karten spielen eine Rolle. Diese Entscheidung, die hier liegt, wo es um Veränderung geht, aber auch um einen gewissen emotionalen Schmerz oder irgendwas, was dir, ich sage mal, Unbehagen bringt, weil ich das Gefühl habe, gewisse Sachen laufen nicht so ganz rund und dauern vielleicht länger. Hier muss man geduldig sein. Das ist eine Karte von Geduld, das ist eine Karte von Geduld und dann haben wir hier am unteren, also das Kernthema ist die Veränderung. Hier möchte eine Veränderung rein, aber diese Veränderung dauert vielleicht ein bisschen länger als gedacht. Vielleicht muss man da ein bisschen länger dran arbeiten und es sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Die eben nicht so einfach sind. Es kann sein, dass ein gewisser emotionaler Schmerz wieder hochkommt, vielleicht auch etwas aus der Vergangenheit. Ich habe aber das Gefühl, du schaust wirklich in die Zukunft, du möchtest dich vielleicht bewegen, verreisen, umziehen, du möchtest eine neue Richtung einschlagen, hängst aber noch ein bisschen fest auch in dem Alten. Das Alte lässt dich noch nicht ganz los. Ich habe aber das Gefühl, sobald du hier neue Perspektiven bekommst, neue Einsichten und Erkenntnisse, und die kommen, da musst du vielleicht ein bisschen geduldig sein, ein bisschen Zeit haben, aber die kommen. Dann wirst du in der Lage sein, diese Entscheidung wirklich auch vollen Herzens zu treffen und zu sagen, okay, und das lasse ich jetzt los. Ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. So, ich packe die Karten noch mal ein bisschen weiter nach oben, dass wir hier unten dann die letzte Reihe haben. Wie entwickelt sich die Situation in der Zukunft? Ich hoffe, es macht Sinn für dich. Weil wir hier in der Vergangenheit wirklich extrem positive Energien haben, so sehr, dass ich sagen würde, okay, da ist eine Langzeitbeziehung, die sich hier auch schon wieder gezeigt hat, mit einer eben sehr positiven, optimistischen Person hier oder jemand, der sehr unterstützend wirkt. Könnte eine jüngere Person sein, muss aber nicht, weil wir hier auch gleichzeitig die Königin haben. Also von daher hier
habe ich das Gefühl, dass da sich irgendwas abgezeichnet hat und dass jetzt vielleicht das etwas Altes ist, was nochmal wieder reinkommt und eine Rolle spielt, oder dass es Entscheidungen gibt jetzt mit dieser Person, die, sag ich mal, ein bisschen schwer zu treffen sind. So, Dille, dann lass uns mal reinschauen. Wie entwickelt sich die Situation für die Fische in die Zukunft, in der Zukunft? Für das Fische-Kollektiv, bitte, in der Zukunft. Da geht die Reise. Guck, guck hier, da hast du es geschafft. Da geht die Reise weiter. Du lässt was hinter dir. Und Moment. So, wie geht die Situation hier weiter in der nahen Zukunft für das Fische-Kollektiv? Da haben wir dann Enttäuschungen, gewisse Dinge, die sich nicht so entwickelt haben, wie erhofft. Das ist nochmal der Blick in die Vergangenheit. Wie geht es Fische im Fische-Kollektiv hier weiter? Und dann haben wir hier aber auch, oh, das ist spannend jetzt. Oh. Die 4 der Stäbe. Wir fangen mit einer Hochzeitskarte an, wir enden mit einer Hochzeitskarte und mit den 10 der Kelchen am unteren Kartenrand. Also, ich habe das Gefühl, hier lässt du etwas hinter dir. Was lässt du hinter dir? Die Enttäuschungen der Vergangenheit, die hier diesen emotionalen Schmerz auch noch, habe ich das Gefühl tatsächlich, das hängt zusammen. Sorry, kleiner Hänger hier. Das ist das. Was ich hier sehe, ist das, was mir hier als erstes gesagt wurde, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, warum mir das gerade gesagt wird, aber ich habe das Gefühl, du hast hier bisschen durch eine spirituelle Lernaufgabe gegangen und hast es hier definitiv auf ein neues Level geschafft. Ich habe das Gefühl, dass das, was wir hier sehen, das aus der Vergangenheit ist, was du eigentlich schon bewältigt hast. Zusätzlich habe ich das Gefühl, dass hier jemand an deiner Seite ist, der sehr unterstützend ist, der oder die hier sehr feurig ist, sehr leidenschaftlich ist, sehr kreativ auch ist. Und dann ist es wirklich spannend, weil ich sehe hier, dass du das hinter dir lässt und dass wir dann auf die 4 der Stäbe kommen. Es kann sein, dass du eine Langzeitbeziehung hinter dir gelassen hast oder eine Ehe, aber gleichzeitig fühlt es sich so an, wie da kommt dann die Freude wieder. In dem Moment, wo hier diese Einsichten und Erkenntnisse etwas hinter dich dazu führen, dass du endlich vorangehen kannst, dass du die Konflikte hinter dir lassen kannst, auf zu neuen Ufern, habe ich das Gefühl, dass diese Enttäuschungen aus der Vergangenheit endlich Teil der Vergangenheit sind und bleiben, sodass du hier wieder in die Energie kommst von den 4 der Stäben. Und das ist Freude, Feiern, eine Hochzeit. Und dann sehen wir hier auch noch die große Erfüllung, das Happy Family Life, die Liebe liegen. Und hier, und eine kleine Überraschung. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben hier noch eine kleine Überraschung liegen. Ich habe das Gefühl, mit dem Turm können zum einen alte Strukturen zusammenbrechen, was das Alte ist, was hier auch noch auf dem Tisch liegt. Ich habe aber das Gefühl, dass es sein kann, dass hier unerwartet eine Überraschung reinkommt, noch für dich, welche ich aber hier mit den 10 der Kelchen als eine sehr positive Überraschung sehe, gerade weil wir auch wieder mit einer sehr positiven Karte enden. So, ich möchte mir gerne jetzt mal deine Gegenüber anschauen, und zwar möchte ich mir hier diese neue Person anschauen. Denn ich habe das Gefühl, du arbeitest dich hier gerade noch ein bisschen durch die Vergangenheit durch. Und das möchte ich gerne auch in der Vergangenheit belassen. Ich glaube, da macht es nicht wirklich Sinn, jetzt nochmal reinzugucken, okay, was denkt die Person über mich, also über dich, ne, und was fühlt sie etc., weil ich das Gefühl habe, da ist es wichtig, dass du das hinter dir lässt. Aber wir starten mit dieser ganz besonderen spirituellen Verbindung hier. Wir sehen auch hier eine Person liegen. Wir sehen hier wieder diese Freude und Hochzeitskarte. Hier das Erfülltsein. Ich möchte mir gerne also diese Person anschauen, die dich vielleicht durch diesen Prozess begleitet. Vielleicht ist es auch dein neuer Partner, Partnerin. Was diese Person über dich denkt und fühlt, was die Absichten dieser Person für dich sind, was auch nochmal der Tipp ist in Bezug auf diese neue Person oder diese andere Person, die hier liegt. Das schauen wir uns jetzt einmal an in der Erweiterung. Der Link ist unter diesem Video. Infobox öffnen, erster Link geht zu Vimeo, da findest du die Erweiterung und dann die andere Seite quasi von der Person, mit der du es zu tun hast. Und ich sage danke fürs Zuschauen, liken, kommentieren, Kanal abonnieren und wir sehen uns gleich wieder, entweder hier auf YouTube auf einem neuen Video oder in der Erweiterung auf Vimeo.